Grüße euch, meine Lieben. Wir sitzen mal wieder zusammen und möchten Formel 1 aufnehmen. Und wie immer zeigen wir euch natürlich vor jedem Rennen die Standings der Fahrer und natürlich auch der Teams. Und bevor wir loslegen, hallo an den Barney. Ja, liebe Leute, auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen zum nächsten Rennwochenende in Ungarn. Und der Baumi hat es erwähnt, beziehungsweise ihr seht es ja auch. Sind wir hier gerade bei den momentanen WM-Ständen. Also der Baumi weiterhin auf Platz 1, 169 Punkte, aber aufgrund des Sieges letztens von Alonso ist er da ordentlich rangerückt. Also das sind nur noch 13 Punkte, also das ist eine ganz, ganz enge Geschichte. Allerdings klafft dann schon ein bisschen Loch zu Vettel und Hamilton sowieso. Aber das schaut auf jeden Fall sehr spannend aus und macht natürlich jetzt die ganze restliche verbleibende Saison noch viel, viel spannender. Genau, und du hast es schon gesagt, Ungarn kommt. Jetzt eine Strecke, die mir eigentlich nicht so liegt. Also es liegt nicht daran, dass ich die Fahrer euch nicht mögen würde. Aber besonders hier brauchst du ein Auto, was wenig untersteuert. Für meine Begriffe zumindest. Und dann bist du halt nicht schnell. Ne? Wenn das Ding schiebt, ich zumindest nicht. Und wir haben das ja im Solver gesehen, da hatte ich wirklich Probleme. Und da hatten wir unseren tollsten Zweikampf, glaube ich, der Saison. In diesem Rennen. Das stimmt, ja. Und ich bin mal gespannt, wenn Alonso natürlich dann hier wieder gute Leistung zeigt. Und dann könnte das schon nach diesem Grand Prix vielleicht so sein, dass dann wir quasi einen roten Führenden haben werden. Aber da gucken wir erstmal. Du stehst auf der 10, wir gehen mal ein bisschen runter mit 29 Punkten. Ja. Das war ja jetzt mal, gut, Silverstone Platz 5, wenn ich mich da richtig erinnere. Ich glaube ja. Und im letzten Rennen hast du dich ja da mit Webber und Konsorten angelegt. Und da geht's auch ein bisschen aufwärts, würde ich sagen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir heute vielleicht im Qualifying uns wieder ganz vorne platzieren können. Also das Sandwich, das wollen wir, glaube ich, in der Saison hier nicht mehr sehen. Bestenfalls. Ganz klar. Gut, dann haben wir das gemacht. Fahrer-WM, also gut, das ist logisch. Also unten natürlich die Teams Williams, Toro Rosso und die beiden kleinsten Teams Marussia und die Caterham, die haben natürlich immer noch 0 Punkte, also hat sich nichts geändert, obwohl Williams, glaube ich, dicht dran war am Nürburgring. Ich glaube ja, stimmt. Das sehen wir natürlich auch hier wieder. Die ersten 7 haben Punkte und dann, leider Gottes, 4 Teams, wo eine dicke, fette 0 steht. Und ganz oben, logischerweise, Ferrari mit Massa, der ordentlich gepunktet hat, also im Verhältnis zu dem, was er letztes Jahr hatte, und Alonso, der auf Platz 2 liegt, haben die schon jetzt einen ordentlichen Vorsprung. Das sind schon fast 30 Punkte. Auf ja. Uns und dann auf 3 und 4, das ist alles wieder mal schön dicht zusammengerückt und dann kommt ein großes Loch, ne? Aber das hatten wir ja auch jetzt die letzten Rennen immer gehabt so, dass McLaren auf der 5 war und dann Sauber natürlich, wie du immer so schön sagst, der Anführer der kleinen Teams so ist sozusagen. Es, ja. Okay, denke mal, dann können wir reinstarten, wir sind heiß auf das Rennen und würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder am Ende des Trainings, Leute. So ist es. Bis gleich, Leute. Bis gleich. Ja, Leute, und hops, da sind wir auch schon am Ende vom Training angelangt. Also, ihr seht es hier auf dem Bildschirm, das ist recht ordentlich, was wir da eigentlich gezeigt haben. Also, der Baumi sowieso wieder über alles. Mit einer 1:22:0 da auf Platz 1 nach dem freien Training. Der Alonso auch mit einer sehr schnellen Zeit. Und dann kommen auf Platz 3 bereits ich und dann hinter mir das ganze restliche Feld relativ eng beieinander. Also, wir haben durchaus ein sehr gutes Gefühl, würde ich mal sagen. Auf alle Fälle. Vor allem haben wir eine geile Kamera, wenn ihr das gerade sehen könnt. Die ja. Autos fahren quasi aus uns raus auf die Start- und Zielgerade. Das stimmt, ja. Schaut geil aus. Im Prinzip, ja gut, Überraschung ist sowieso blödsinnig, dich darüber zu zerbrechen, weil das ist halt das Training. Da gibt es halt eher Tendenzen, aber ich denke mal, selbst wenn wir Tendenzen suchen wollten, wir finden keine, weil das ist alles so wie erwartet. Ja, absolut. Denke ich auch. Also wenn wir da auch mal nach unten blicken, denke ich mal, soll es keine allzu großen Überraschungen geben. Nee, also wir sehen wieder die 4 schlechteren Fahrer, beziehungsweise die Fahrer in schlechteren Autos, sind da wieder eine Sekunde hinterm Rest des Feldes. Und von daher kann man da jetzt wirklich nahezu keine Überraschungen irgendwie erwähnen. Von daher würde ich sagen, ab ins Qualifying. Genau, Stichwort Q1, das heißt wieder 20 Minuten Zeit. Für uns und für alle anderen 22, beziehungsweise anderen 20, so ist es richtig. So ist es. Sich da zu qualifizieren. Wir haben gerade geredet über 4 schlechte Autos, über die Marussia und die Caterham und dann haben wir noch 2 Kandidaten, die sich da normalerweise dann noch einreihen in diesen Club und die fallen dann eben raus. Wir haben noch gar nicht aufs Wetter geguckt, weil gerade sieht es sehr bewölkt aus, aber ich glaube, das sollte eigentlich trocken bleiben hier.
Ja, sehen wir auf jeden Fall schon, oder am Bildschirm steht schon mal Regenwahrscheinlichkeit 0%. Wir können natürlich nochmal auf die Temperaturen und die Wettervorhersage fürs restliche Rennwochenende gucken. Also wir haben im Qualifying 22 Grad bewölkt und morgen dann am Renntag haben wir 20 Grad und ja, komplett bewölkt. Also von daher Hauptsache keine Regentropfen in Ungarn. Das stimmt. Das wäre nämlich schlecht. Ich meine, das passiert sehr, sehr selten, muss man dazu sagen, auf dieser Strecke. 2006 war ein Regenrennen, das war auch wirklich sehr spannend. Ich glaube, das war das beste Ungarn-Rennen seit Menschengedenken. Weil normalerweise sind die Rennen hier immer sehr langweilig. Ja, du kennst dich da wieder ein bisschen besser aus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wann auf welcher Strecke was für ein Wetter war. Aber dafür habe ich ja den Baum hier an meiner Seite. Ich muss ja auch wirklich, wie gesagt, irgendeinen Nutzen haben. Und ja, ich komischerweise, also die Sachen, die speichern sich bei mir automatisch ab. Also ich muss mich da gar nicht anstrengen. Also ich nehme das quasi wahr und das kommt dann auch sofort ins Langzeitgedächtnis rein. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, ich habe schon so eine kleine Sammlung auf meiner externen Festplatte. Ich habe ein paar und da ist quasi alles drauf, was Formel 1 angeht, von 1980 bis heute. Das Quasi ist doch jedes schön. Rennen ist da drauf. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte von 1993 das Rennen aus Silverstone gucken, mache ich das. Das ist wäre überhaupt kein Problem. Ja, ich habe da immer ein bisschen das Problem, wenn ich dann am Wochenende mal mit meinen Kumpels irgendwie fortgehe und ja, gemütlich oder auch ein bisschen ungemütlicher ein Trinken gehe, dann ist das Gedächtnis meistens wieder ein bisschen resettet. Das kommt mir bekannt vor. Hauptsache, die Rennen, Erinnerungen bleiben im Kopf. So ungefähr. Ich hatte ja gerade mal den Bildschirm nochmal auf für euch. Tire Selection. Das heißt, wir haben den weißen Reifen, den mittleren, als Prime und den Option, das ist der gelbe. Das ist ein bisschen komisch, weil normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass wir hier in Ungarn, weil es halt meistens sehr trocken ist und sehr heiß ist, dass wir hier die beiden weichesten Mischungen dabei haben. Das heißt, den gelben als Prime und dann den Super Soft, den roten als Option. Ist aber nicht so, auf jeden Fall. Der Weiße hat sich schon mal ordentlich abgenutzt. Ich habe im Training nur einen Reifen drauf gehabt. Ich habe schon vermutet, habe schon zu Barney gesagt, ich werde die Reifen hier killen. Und da habe ich eigentlich nur den gelben mit gemeint. Aber wenn ich mir den Weißen jetzt hier angucke, der hat 70%. Nach, ich weiß nicht, wie viele Runden bin ich gefahren? Sechs Runden, sechs, sieben oder so. Ja, sowas in dem Dreh normalerweise. Das, ja. Also normalerweise sollen die 19 Runden halten, diese weißen Reifen. Das heißt, du könntest theoretisch gesehen auf diesem Reifen das Rennen eigentlich durchfahren. Also ist natürlich Theorie, das ist alles am Papier. Aber du musst ja sowieso einmal wechseln, weil du beide Mischungen fahren musst. Aber das 70%, das macht mir schon so ein bisschen Sorge jetzt fürs Rennen. Vor allem auch mit den Weißen, mit den Gelben dann. Die dann ja angefahren sein werden, hoffe ich, wenn wir da in Q3 sind und damit eine Zeit fahren fürs Rennen, dann quasi den Start damit machen müssen. Ja. Wird auf jeden Fall interessant. Absolut. Ich bin auf jeden Fall auch schon auf meiner ersten schnellen Runde. Bin ganz früh rausgegangen, einfach eine freie Strecke möglichst mitzunehmen. Und das Ja. funktioniert bis dato auch eigentlich ganz gut. Von daher mal gucken. Ich bin es ja schon gewohnt, beim Q1 erstmal ein bisschen rumzusitzen. Letztes Mal in Hockenheim, nee, nicht Hockenheim, Nürburgring natürlich, Ja. habe ich ja erstmal 10 Minuten quasi das Setup erklärt, wie wir das machen, wie das eingestellt wird. Und jetzt gehe ich ein bisschen früher raus. Dass wir gar nicht da auf die Idee kommen. Weil das kann natürlich mal schief gehen. Wenn du nur 10 Minuten Zeit hast, pfefferst die Karre irgendwo an die Wand oder sonst irgendwo hin, hast was kaputt, musst reinfahren und dann wird's hektisch. Und das kann Das man ja nicht stimmt, ja. unbedingt sich, sagen wir mal, wünschen. So, der Barney. Ich weiß gar nicht mehr, was wir eben gefahren hatten. Was war das noch? 22. Okay, aber man merkt, mein Gedächtnis ist auch nicht das Beste, das Kurzzeitgedächtnis. Vor ein paar Minuten haben wir uns das ja noch angeguckt zusammen. Nee, ich bin aber versehentlich auf normal gefahren, nicht auf fett. Ja. Ich dödel. Hätte ich dich hier erinnern müssen. Ja, Ich bin hast du nicht quasi gemacht. die gute Fee, die den Barney ständig daran erinnern muss. Erinnern sollte. Ja, sagen wir mal so. So, jetzt habe ich euch hier mal mitgenommen zum quasi ersten Mal auf dieser Strecke. Also die das 12er gesehen haben, das Let's Play, die kennen die natürlich. Aber das ist, wie schon vorher gesagt, am Ende von Nürburgring, das ist eine Mickey-Maus-Strecke, dieses Ungarn hier. Und ja, auf jeden Fall, oh, Lenkrad, Schnauze. Auf jeden Fall quasi
wird auch gerne mal Monaco ohne Mauern genannt oder ohne Leitplanken. Und wenn man sich das hier so anguckt, dann versteht man warum. Also da geht es wirklich sehr oft in Richtungswechseln. Viele enge Kurven, langsame Kurven. So, und ich bin jetzt quasi mal letzte Kurve. Ich muss ein bisschen warten, falls da welche vor mir waren. Einer fährt rein. So, bei Start und Ziel muss man mal gucken, dass man da nicht noch auf dem Kehrsknopf draufhängt, sonst macht man sich da sofort ein paar Einheiten, vernichtet man sich. Ja, das ist mir, habe ich auch immer ein bisschen Angst, weil die Ziellinie bzw. die Zeitmessung ja doch relativ früh ist. Und der Startziel geht an, also da muss man wirklich aufpassen. Oh, jetzt verbremse ich mich da, ich doppel. Scheiße. Wo? Bei der Schikane. Bei der ersten. Obwohl ich eigentlich, glaube ich, ganz gut unterwegs gewesen wäre, aber die ist natürlich jetzt hinüber die Runde. Ärgerlicherweise. Jo. Aber eine traue ich mir auf den Reifen noch zu, eine gezeitete schnelle Runde, weil dann bauen die Reifen doch schon ordentlich ab. Leider ja. So, mal gucken. Neuer Versuch, neues Glück. Schauen wir mal, da kommt jetzt Bottas auf jeden Fall von mir raus. Okay, mach da schön Platz. Oh, erste Kurve nicht so gut. Aber alles noch im Rahmen. Also wer das bei mir sieht, also ich habe wieder ein sehr nervöses Auto. Und logischerweise der Barney auch. Oh ja. So, und so schneller, weil wir haben nämlich wieder sehr, sagen wir mal, viel Frontflügel und wenig Heckflügel drauf. Auf dem Auto. Das sieht man wirklich mit bloßem Auge schon. Wie nervös der manchmal ist. So, lala, ich komme über Startziel und übernimm vorerst mal Platz 1. Mich da knapp vor den Alonso gesetzt. Der die zwischenzeitliche Bestzeit sich gekrallt hatte. War auf jeden Fall schneller als im Training, also die fette Mischung bringt da dann auch anscheinend nochmal ein bisschen was. Aber wenn du die fette Mischung richtig ausnutzt, dann müsstest du ja eigentlich eine 21 fahren. Weil du hattest ja schon eine 22-0 im Training. Dreh dich wieder durch hier. Na mal hier, irgendein Pick war das. Kette M. War nicht so optimal. Da ist irgendwas Rotes. Massa. Ja, er wollte Platz machen, hat's gemerkt. Ah, oh, jetzt drehe ich mich da weg. Letzte Kurve, shit. Gehe ich meine Box. Also ich sag mal, an sich denke ich, sollten allein jetzt schon die Zeiten reichen für Q2. Also da bin ich mal ganz fest überzeugt. Ich gucke jetzt dann auch gleich mal auf den Bildschirm, wie es letztendlich aussieht momentan. Habe auf jeden Fall gesehen, dass du nicht mehr unter den ersten vier, glaube ich, bist. Nee. Aber ich gehe schwer davon aus, dass du nochmal eine schönere oder bessere Zeit hier herknallen wirst, oder? Ich habe bis jetzt immer Verkehr in den letzten beiden Runden. Okay.
So, ich bin auf jeden Fall in der Box. Ich schaue mal auf den Bildschirm. Also, wir haben jetzt momentan mich auf der 1. 21.000stel dahinter Alonso. Dann kommt Massa. Also beide Ferrari-Piloten anscheinend. Das Auto scheint zu taugen, ja. Relativ gut unterwegs. Dann haben wir Hamilton knapp hinter Massa. Gefolgt minimal dahinter durch Rosberg. Also die... Und dahinter dann noch Webber. Also die vier Autos sind innerhalb von 40.000stel. Also die sind ganz eng beieinander. Dann kommt der Baumi. Der jetzt eine 30,5 im ersten Sektor fährt, sehen wir gerade. Dann haben wir den Button, den Perez. Wer noch keine Zeit oder noch keine gute Zeit hat, ist Vettel. Der ist momentan auf der 13. Aber ansonsten sind die Topfahrer an sich eigentlich schon alle vorne dabei. Also das schaut auf jeden Fall soweit gut aus. So, jetzt sehen wir auf jeden Fall den zweiten Sektor von Baumi und der ist auch eher suboptimal. Anscheinend wieder ein bisschen Verkehr gehabt da. Ne, das war ich diesmal. Ich habe gerutscht. Ach so. Zu viel. Aber an sich muss man sagen, die ersten sieben. Sehr eng beieinander. Also innerhalb von viereinhalb Zehntel. Und dahinter dann schon ein kleines Loch auf Button, der 8 Zehntel dahinter ist. Und Perez dann eine Sekunde. Genauso wie Hülkenberg. So, ich hoffe, man hört es nicht, dass ich mir ein Bonbon in den Mund geschmissen habe. Ganz leicht. Okay. Auf jeden Fall, abgesehen von dir und Alonso, sind alle Fahrer da vorne so ziemlich in der Box, die guten. Dieses Lenkrad. Ich hör's. Hatte ich letztens, glaube ich, auch mal in den Kommentaren gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es bei dir war oder bei mir, was da im Hintergrund das Gerüttel ist. Und dann wollte einer anhand des Gerüttels unser Lenkrad erkennen, der hat dann auf das Logitech Drive GT oder wie das heißt, irgendwie so, ja. Getippt, aber letztendlich nein, es ist das G27, liebe Leute, um das hier auch nochmal zu sagen, weil die Frage doch öfter kommt. Also wir fahren weder mit Tastatur noch mit Controller, sondern wir haben ein richtig schickes Lenkrad vor uns. Logitech G27 ist auch wirklich eins der besten Lenkräder auf dem Markt. Kann ich nichts hinzufügen. Um das mal nebenbei zu erwähnen. So, Baumi sehen wir, der ist wahrscheinlich in the In-Lab. Ich hatte eine Begegnung mit Maldonado, dem Psycho. Okay, aber nichts Tragisches. Ja, Frontflügel ein bisschen angeknackst, aber keine Strafe oder sonst was. Auf jeden Fall, der stand quasi, der parkte, so sagt man es immer so schön, also der schlich in dieser blinden Kurve. Oh. Nach dem ersten Sektor. Das macht super viel Spaß, wenn da ein Auto parkt. Ist natürlich ein optimaler Platz fürs... Das ist ein super Platz. Fürs Chillen und Ausruhen, ne? Optimaler, da hätte ich es nicht besser machen können. Also Grill habe ich gesehen, da waren schon die Würstchen drauf. Zelt hat er auch schon aufgebaut gehabt, also der hatte sich da schon häuslich niedergelassen, der Typ. Der Pastor. Schön, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich nochmal rausscheren soll. 6 Minuten sind es noch. Ah, ich finde mal, also ihr wart ja jetzt schon ein Stückchen noch weiter vorne, ne? Also von der Zeit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du da nochmal raus musst. Nee, an sich müsste ich, glaube ich, nicht mehr raus. Wir können auch mal gerade drauf gucken. Nee, also 22,4. Also ich finde, die auf Platz 16 oder 17 momentan fahren oder 18. 18 ist schon dickes Loch, also Ricardo. Der hat ja schon 25,6. Das ist ja schon richtig schlecht. Aber gut, der könnte auch, wenn man mal Wern guckt, auf der 16, 24,5, könnte der auch fahren. Müsste der eigentlich können, weil das ist halt dasselbe Auto. Ja. Aber ansonsten, Bottas, Maldonado ist auch nur 15. Aber der fährt ja nicht mehr, ne? Wir haben ja gesagt, der steht ja da, der parkt. Der hat es sich gemütlich gemacht. Ja, da steht auch aus, Punkt, aus, S, Punkt, was auch immer das heißt. Wo? Bei Maldonado am Bildschirm. Genauso wie bei Bottas. Ich habe keine Ahnung, was das da bedeutet. Also im ersten, bei Sektor 1 Messung steht bei mir AUSS Punkt. Was auch immer das bedeutet. Also ich habe das ja nicht auf Deutsch stehen. Bei mir was steht da bei dir? Bei Maldonado stehen bei mir Zeiten einfach. Erster Sektor, zweiter Sektor. Genau bei Bottas auch. Okay, dann spinnt es wahrscheinlich bei mir gerade ein bisschen. Scheinbar. Ich hoffe mal, das ist kein Anzeichen für die lieben Steam-Server, die bis dato eigentlich gut gesonnen sind mit uns. Die sollen sich unterstehen. Ja. So, Hamilton ist auf jeden Fall gerade eine absolute Bestzeit. In Sektor 1 gefahren. Gefahren im Sektor 1, aber hat es dann nicht rüberbringen können, weil der Mittelsektor irgendwie Katastrophe war. Ja.
So, jetzt sehen wir den Alonso. Also der ist satte und schreibe eine halbe Sekunde schneller im ersten Sektor als ich. Also der erste Sektor, da ist wirklich die KI sehr, sehr ordentlich. Ganz im Gegensatz zu Sektor 2 letztendlich. Da sind dann wir relativ stark unterwegs. Ja. Der Bahn, die dann 28,7 gefahren ist. So, ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr klackern. Ich habe natürlich mal wieder obligatorisch mein Glas Kakao hier nebenstehen. Man hört's. Aber ist, denke ich, halb so wild. So, Massa eine 30,3. Auf jeden Fall Alonso jetzt auch eine gute Sektor-2-Messung. Also der hat jetzt aktuell noch 2 Zehntel Vorsprung für den letzten Sektor. Und wenn er den jetzt ordentlich zu Ende bringt, dann wird er sich gleich an mir vorbei floppen. Ja. Wovon ich jetzt mal ausgehe. Da ist er. Er hat 22,339. Jetzt Hamilton, ja. Also das könnte ein wirklich sehr, sehr spannendes, sehr, sehr enges Wochenende werden hier. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. So, knappe 4 Minuten haben wir noch. Mal ganz nach unten gucken, wie es aussieht. Aber ich denke mal 16, ja, wären auf der 16, Bottas 17, Maldonado 15. Also momentan passiert auch sehr wenig. Also da vorne fahren die eher Bestzeiten. Also für sich persönlich, sagen wir mal. Personal Best, ob das der Vettel ist. Aber die fahren gar nicht, die stehen in der Box. Stimmt. Jetzt nee, fährt die Rest da nochmal raus. So, Peak kommt gerade auch. Aber das ist natürlich für uns keine Gefahr. Das nee, sind ja quasi nicht. Die Langsamen der Langsamen. Ja. Also das kann man ganz entspannt sehen. Wäre eigentlich eine gute Phase, um wieder irgendwelches dummes Zeug zu erzählen. Unsererseits. So, auf jeden Fall, der Ricardo ist nochmal draußen. Da ist jetzt die Frage, was der treibt. Der hat erst 3 gezeitete Runden. Also der müsste eigentlich schon nochmal nachlegen. Die fahren alle irgendwie hinten nicht so wahnsinnig viel. Also Sutil ist da eigentlich fast mit Chilton der Einzige, der 5 Runden gefahren ist. Aber insgesamt auch hier oben wenig. Gut, oben, die wissen ja, dass sie sicher dabei sind. Oder denken es zumindest. Aber dass die unten so wenig fahren, das wundert mich. Dann auch. Ja, auf jeden Fall. Also der wären gerade auf einer... Bei mir stand jetzt gerade, ja, der ist jetzt in der Box. Also von Wern, denke ich mal, wir keine Zeitverbesserung mehr kommen. Wenn der jetzt gerade in die Box gefahren ist, denkt er sich wohl, du, der Bottas und der Ricardo, die kriegen mich bestimmt nimmer. Genau, er denkt, ich lege mich zu Maldonado in die Hängematte. Ja. Aber das ist also echt, also... Pff. Ich habe ja schon viel gesehen. Ich hatte ja auch in den Runden vorher Verkehr, aber das war alles in Ordnung einigermaßen. Also die standen dir zwar dann teilweise auch im Weg rum, aber keiner so wirklich komplett bescheuert. Wo du dann sagen musst, der hat doch echt komplett einen Vogelgeschuss. Aber der parkt ja da mitten auf der... Vor allem noch mitten am Körb. Ich wollte noch links vorbei, weil rechts natürlich kompletter Selbstmord dann irgendwie dann. Ich dachte vielleicht links noch da vorbei, aber naja, hab mir erwischt. Da habe ich erst gedacht, jetzt kriegst du bestimmt noch eine Strafe als Belohnung. Aber sie haben mich quasi Gott sei Dank verschont. Und jetzt sind auch da wirklich hinten alle in der Box. Also die haben sich jetzt anscheinend zufrieden gegeben, der Ricardo und der Bottas, dass die rausfliegen. Die sind bei mir alle in der Box. Also der Vettel ist nach wie vor auf der 14. Fährt zwar einen schönen zweiten Sektor. Bei mir zeigt es mal wieder nicht an. Jetzt kommt der erste Sektor bei mir mit 29,9. Ja. Das hat der letzte, hat es bei mir auch nicht angezeigt. Das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, das Ganze. Bleiben wir mal bei dem, mal gucken, wo er hinfährt. Auf der 14. Also da drüber passiert gar nichts mehr. Ich sehe mal selbst, der Button steht da drin und der ist ja noch hinter mir. Der hat ja nochmal 4 Zehntel auf mich Rückstand. Selbst der fährt nicht mehr. Also da sind wir uns schon alle relativ sicher, dass da gar nichts mehr passiert. So, Vettels 2. Sektor ist auch gut, 28,9. Also das sieht so aus wie jetzt eben Alonso oder auch der Hamilton, dass der wahrscheinlich gleich da oben irgendwo sich einreihen wird. Könnte ich mir vorstellen. Ich denke mal, für Webber wird es auf jeden Fall reichen. Und dann ist halt die Frage, 3, 2 oder 1? Ja. Da kommt ein Auto, das war er. Hat den letzten Sektor nochmal vermurkst und trotzdem... Also für sich vermurkst. Also er ist schon mal schneller gefahren in dem Sektor. Trotzdem auf der 2. Das ist nicht schlecht. Es sind jetzt 4 Autos vorne innerhalb von knappen 2 Zehntel. Ja, das ist sehr ordentlich. Jetzt bin ich gerade hier nebenbei während der Aufnahme total unprofessionell eigentlich am Schreiben mit einem
Abonnenten aus YouTube. Und der schreibt mir gerade und weiß irgendwie, wieso auch immer, mein Wohnort. Ich habe gerade Angst. Du hast einen Stalker. Jetzt ist es soweit, gleich klingelt's. Ich habe gerade Angst. Der kommt auf jeden Fall aus der Nähe von mir. Sehr cool. An der Stelle, wenn du das siehst hier an der Stelle, einen lieben Gruß. Genau, du bist quasi im Fernsehen. Ja. Indirekt. Nee, auf jeden Fall ja, hat sich jetzt abgesehen vom Last-Minute-Vettel nichts mehr getan eigentlich. Und genau. Bottas und Ricardo sind raus. Und wie du schon gesagt hast, also die hatten anscheinend Bock, da irgendwie rauszufliegen. Keine Ahnung. Ja, unverständlich, warum die nicht weitergefahren sind. Aber uns soll es recht sein, weil wir zwei sind weiter. Und das ist ja das Wichtige. Können ab ins Q2 gehen. Genau. Warum sich auch lange aufhalten, ne? Ist alles Lebenszeit. Ich bin ja eh schon zu alt, von daher, ich habe nichts zu verschwenden. So ist es. So, ich hatte gerade ein Bild mit Perez und Grosjean, also zwei Fahrer, die gerne mal Kleinholz produzieren, nebeneinander. Und jetzt sieht das Wetter auf jeden Fall schon mal schöner aus. Auf jeden Fall. So, heißt natürlich jetzt für uns eine Viertelstunde Zeit. Man muss ja nicht gleich wie von der Tarantel gestochen jetzt rausfliegen, aber... Also rausfahren, wollte ich damit sagen. Also nicht rausfliegen im Sinne von in Q2 quasi stranden. Nee, nee. Also ich rausfliegen, gleich rausfahren. So. Bisschen was am Benzin wieder noch machen hier. Na, ich glaube mal 8 Runden ist, glaube ich, okay. So, dann werde ich mich jetzt auch mal hier weg von meinem... Weg vom Handy und ab ins Spiel. Mensch, Meier. Ah, da kriegst du aber langsam. Also, man muss ja wirklich sagen, mittlerweile mit den Abos, was wir jetzt haben, du mit den über 1200 und ich über 700, du kriegst teilweise so viele Anfragen von den ganzen Zuschauern, dass man da kaum mehr hinterherkommt. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, wenn ihr euch mal gefragt habt, was wir natürlich am Anfang auch hatten, wo wir noch wenig Abonnenten hatten, warum denn, sagen wir mal, große... YouTuber in Anführungszeichen nicht zurückschreiben oder nicht sofort antworten, wenn ihr einen Kommentar macht. Ja, wir beide, wir wissen jetzt quasi, warum das so ist. Und wir sind noch nicht mal groß, also wir sind immer noch mickrig. Und jetzt ist es schon wirklich im Verhältnis für uns sehr, sehr viel geworden. Was natürlich aber Spaß macht. Logisch, also man freut sich natürlich über jeden Einzelnen, der einen Kommentar schreibt, der eine Nachricht auf Facebook schreibt oder auch eine private Nachricht in YouTube oder auch über jeden Daumen natürlich. Also da ist wirklich jeder wie der Erste. Also jeder ist schön. Jeder Kommentar, jeder Daumen und so weiter. Aber genau. Es ist in der Summe schon enorm. Also ich hätte da ja wirklich nie damit gerechnet, dass das so viel Spaß macht und so toll wird. Ich auch nicht. Ja, und wo wir gerade schon mal dabei sind mit der Schleimspur, dann auch mal nochmal schön nochmal an alle an euch, die wirklich dabei sind. Herzlichen Dank. Ist großartig. Ja. Kann ich mich nur anschließen. Sagen wir ja wirklich, glaube ich, auch viel zu selten. Also da denkt man einfach nicht dran, während wir aufnehmen, wirklich mal ein Dankeschön zu sagen an die ganzen treuen Zuschauer, an die mittlerweile sind auch wirklich, muss man sagen, einfach Fans dabei, also die wirklich, die jedes Video richtig feiern. Also die freuen sich einfach, die so wirklich nach dem Gefühl hocken sich die vor dem PC um 11.55 Uhr und warten bis um 12 Uhr Fußballmanager kommt und gucken das dann an. So ungefähr, ja. Also das ist wirklich einfach atemberaubend und das macht so was von viel Spaß. Das ist so unbeschreiblich einfach. Da kann man wirklich mal öfter ein Dankeschön raushauen, weil das machen wir, wie gesagt, glaube ich, viel zu selten. Genau, es ist ja nun mal einfach Fakt. Also ein YouTuber, sagen wir mal, Unterhalter, wie wir das auch, sagen wir mal, sind, die sind einfach ohne Zuschauer nichts. Ja. Und das muss man dann auch wirklich würdigen und auch zu schätzen wissen. Absolut. Und deswegen, das passte gerade so wunderschön, gerade in diesem Moment hier. Ja. Jetzt hätte ich nur noch irgendwelche Girlanden aufhängen müssen oder irgendwelche Wunderkerzen anzünden oder sonst irgendwas. Irgendwelche schrullige Musik dazu, dann hätte es, glaube ich, perfekt gepasst in jeden Schleimi-Schnulzi-Film. Absolut, wirklich. So, Massa jetzt auch schon mit einer 1.22.2, um mal wieder aufs Spiel zurückzukommen. Genau. Fährt da schon eine sehr, sehr ordentliche Zeit, der Bursche. Für uns ist es jetzt natürlich wieder ein bisschen merkwürdiger, weil wir kennen die Reifen natürlich auf diesem Kurs jetzt noch nicht. Was ich, glaube ich, feststellen kann, die sind verdammt schnell.
bin ich mal gleich gespannt, was da aufbloppt bei dem Herrn-Teamkollegen. Ich bin da direkt ein bisschen überfordert gerade, weil es so schnell geht. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die sind sowas von flott. Das ist abnormal. Und die kleben richtig in der ersten Runde auf dem Boden. Absolut geil. Bin gespannt. Ich bin jetzt quasi Start und Ziel gerade. Mal schauen, was dabei rauskommt. Komm jetzt in Start und Ziel. Und erstmal noch nicht mit einer neuen Bestzeit. Schieb mich da auf Platz 2, ganz knapp 9000stel hinter Webber. Also das Feld ist heute wirklich wahnsinnig eng beieinander. Und der Webber ist jetzt. Uiuiui, fast Abflug. So, die Runde kann ich auf jeden Fall vergessen. Da fahre ich jetzt mal mit Marga schön gemütlich zu Ende. Und dann nochmal eine Flotte. Also im ersten Sektor hatte ich sogar. Hatte ich ja gerade 30,5, glaube ich, ne? Ja. Ich hatte gerade 29,7. Das ist nicht schlecht. Also die sind sakrisch schnell. Ich glaube auch. 21,9. Bin gespannt, was du fährst. Ich auch. Bist du auf Bestzeitkurs? Momentan ja. Jetzt kommt der letzte Sektor noch. Jetzt kommt's gleich. 20,0. Das würde mich wundern. So, Eingangsstartziel. Oh. Und 20? 9. Schau mal nachher. Oh, ich hab den Gutierrez jetzt aufgehalten. Entschuldigung. Ich hatte schon viel zu früh. Die sind schnell. Ja, man kann sich auf die Ansagen des Herrn Teamkollegen verlassen. Das ist schön. Also, ich muss wirklich schon wenig dazu sagen, die Karre läuft mal wieder perfekt, also hier auf der Strecke. Ja. Die gibt wirklich ordentlich Gas. Oh! Pum! Einschlag. Lala. Der Barney wieder irgendwo im Grünen unterwegs. Wie man ihn kennt. Wollte jetzt gerade mal eine Runde Rallye fahren. Hat dann aber nicht so gut funktioniert. Hat mich entschlossen, wieder auf die Strecke zurückzukehren. Ja, dann kann ich jetzt auch endgültig dann in die Box gehen. Weil die Runde ist jetzt sowieso am Arsch. Aber Platz 5 mit der Runde, denke ich, glaube ich, schaut gar nicht so schlecht aus. Bisschen was wäre auf jeden Fall noch drin gewesen, weil ganz so zufrieden war ich mit der Runde auf jeden Fall nicht. Ne, ich fühle mich auch sehr wohl, also muss ich echt sagen, also mit den Reifen. Ich habe es auch teilweise in den Ecken dann, aber das ist ja gewollt, ne? Das wissen wir ja. Dass bei mir das Heck, oder bei uns allgemein das Heck so ein bisschen loser sein muss, soll, damit das Auto einfach besser einlenkt. Das ist quasi dann ein Kompromiss, den wir halt fahren. Und vor allen Dingen auf der Strecke natürlich wahnsinnig wichtig. Und das merkt man. So ein Auto wirklich was knackig einlenkt, was griffig einlenkt. Wir haben vor allen Dingen auch, wo wir eben Zuschauer waren, wir haben teilweise wirklich Zuschauer auf dem Fach dabei. Also mich hat einer angeschrieben. Wie immer, ich weiß den Namen nicht mehr, das ist ja schon mittlerweile Standard, dass ich das nicht weiß. Leider Gottes, aber er hat auf jeden Fall gemeint, Silverstone-Wochenende, ob er sich das nur einbilden würde oder ob der Lotus wirklich ein bisschen schiebt über die Vorderräder. Und im Silverstone-Wochenende war es tatsächlich so, dass der ein bisschen mehr geschoben hat. Also da war vom Setup ein bisschen eher noch die Richtung nicht so gegeben. Ja. Das stand dann noch ein bisschen anders. War dann wirklich einer, der sich gut auskennt. Das hat er wirklich gut gesehen. Aber die Strecke hat es auch nicht so erfordert. Dass man da wirklich so arg... Also ich meine, ein bisschen untersteuern ist auch in Ordnung. Das geht halt nur ein bisschen zu einem bestimmten Grad, um es mal so zu sagen. Und F1 2012 war da einfach viel zu arg. Also da konntest du wirklich machen, was du wolltest. Da habe ich ja am Anfang, in den ersten Rennen, das weiß ich noch, da habe ich am Setup rumgefuhrwerkt und gemacht und getan... Das hat alles nichts genützt. Also der hat wirklich immer noch geschoben wie ein LKW mit 30 Tonnen. Und hier ist es zum Glück dann endlich mal besser gelöst worden von Codemasters.
Das war ja meine größte Sorge, als das Spiel rauskam. Untersteuern, Fragezeichen, ja oder nein? Auf jeden Fall, ja. Gott sei Dank konnten wir das dann verneinen. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir fahren ein besseres Auto als den Toro Rosso, den wir da hatten, den STR7 aus 2012. Ja. Der Lotus, das ist ja schon ein Auto, das hat halt ein Rennen gewonnen. Das ist ein Siegerauto 2013 gewesen. Erstes Rennen, Kimi Räikkönen hat ja da in Melbourne gewonnen. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber die Sprünge sind gar nicht so da bei den anderen. Das wundert mich ein bisschen. Dass wir jetzt hier die 21.9 sehen, aber normal, ich hatte jetzt gedacht, es wäre mehr. Ne? Ja, also grundsätzlich haben sich alle Zeiten bloß ein bisschen verbessert. Die haben auch den ersten Sektor nicht hinbekommen. Also wir haben hier keinen von denen, der wirklich eine 29 im ersten Sektor gefahren ist. Und momentan auch nicht fährt. Also jetzt Hamilton vielleicht. Ja. Der hat es jetzt nochmal geschafft, aber ansonsten keiner zurzeit. Alonso ist ja auch nur auf der 9 momentan mit 22.8. Fährt jetzt auch eine 30.008 im ersten Sektor. Das war auch schon mal schneller im ersten Teil des Qualifyings. Vor allem, weil wir haben eben auch gesagt, es ist jetzt eben noch schöner. Ne? Es ist noch wärmer geworden. Das stimmt, was natürlich sich auch dann auswirkt auf die Strecke, auf die Haftung, auf den Grip, den man eben hat. Aber die Jungs haben es noch nicht zeigen können. So ist es. So, wer sind eigentlich alles die Jungs, die jetzt aktuell rausfliegen würden? Das ist Perez, Gutierrez, die beiden Mexikaner, oder? Genau. Ja, dann haben wir die Rester, Maldonado, Wern und Sutil, die aktuell sich verabschieden würden. Also Hülkenberg, ja, der da aber auch schon ordentlich Rückstand hat auf Alonso. Momentan auf der 10 und dann ja, kommt das kleine Loch eben auf Alonso. Genau, bei Perez, muss man natürlich festhalten, das ist schlecht, was er macht momentan. Weil Button, das ist ja sein Teamkollege, also ist quasi das gleiche Auto, fährt eine Sekunde schneller fast, ne, auf der 8. Ja, das stimmt. Also das muss er auch auf jeden Fall packen können. Das hat er im letzten Sektor vermurkst. Bleibt also auf der 11 stehen. Und ja, beide Force India. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, waren da schon mal einer von denen in Q3 in diesem Jahr? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht, nee. Die sind so ein bisschen unscheinbar. Ich meine, die haben zwar schon Punkte geholt, aber naja. Das ist auch ein Team, was normalerweise letztes Jahr auch mit Hülkenberg gegen Ende der Saison nahe der Podestplätze war. Also in der realen Formel 1 jetzt gesehen. Ja. Und auch Anfang dieses Jahres war es ja, das war ja noch, das ist halt Formel 1, das ist alles so ein bisschen verworren und Politik natürlich. Und Pirelli hat ja am Anfang eine neue Reifengeneration gebracht, 2013. Und das war halt dann, also das, diese Konstruktion des Reifens war ein bisschen verändert. Die hatten, glaube ich, anstatt einem Stahlring zur Befestigung quasi, zur Versteifung des Reifens, Kevlar genommen. Und die sind ja öfters kaputt gegangen. Und viele Teams haben den einfach nicht verstanden. Das war dann halt die Geometrie und dann das Aufheizverhalten und das Temperaturfenster, wo es den meisten Grip gibt. Und irgendwann, Mitte der Saison, hat Pirelli gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und haben dann quasi die Reifengeneration 2012 wieder ausgebuddelt. Ja. Und das hat quasi das Kräfteverhältnis komplett nochmal durcheinander geschmissen. Das waren dann Teams, die um Siege gefahren sind. Eben auch gesagt, Lotus mit Räikkönen Rennen gewonnen mit der neuen Generation. Die haben gelitten dadurch. Force India war auch ein großes Opfer. Die auch am Anfang wirklich ganz toll gearbeitet haben. Und das war dann wirklich schade für die, weil die wurden dann nicht gerechtfertigterweise dann da zurückgeworfen durch diese alten Reifen, die dann eingeführt wurden. Und so wird es halt alles beeinflusst. Also das ist nicht mehr wie früher Formel 1. Ich baue mir ein Auto zusammen, ich schuss da irgendwelche Reifen dran. Die können auch aus der Mülltonne sein, keine Ahnung, bla bla. Und dann fahren wir mal ein bisschen. Ja, so ist es. Das ist heutzutage leider alles zu viel Geld, Macht und was weiß ich, was für ein Quatsch. Aber wir gucken es trotzdem. Wir gucken es alle trotzdem und ja, wir sitzen hier quasi, ihr sitzt vor dem Monitor, wir sitzen vor dem Monitor und vom Fernseher teilweise bestimmt auch noch ein paar von euch und ich sowieso. So ist es. Was wir auf jeden Fall mal kurz dann machen müssten, ist nach dem Q2 mal kurz eine Pause machen, weil irgendwie Skype gerade ein bisschen stimmt. Also du hörst dich bei mir ab und zu ein bisschen hakelig an. Das war eben bei mir auch mal kurz gewesen bei dir. Es war aber nur ganz kurz. Ja, bei mir ist jetzt mittlerweile schon über 2-3 Minuten lang. Vielleicht müssen wir da einfach nochmal kurz Skype neu starten. Wahrscheinlich. Dass wir da mal eine kurze Pause machen nach dem Q2. Weil sonst hört sich das dann im Video ein bisschen doofig an. Das stimmt. Das ist immer doof, dass man das selber nicht mitbekommt. Ich meine, manchmal
hat man das dann irgendwie eine Sekunde und dann ist es wieder fort und dann bleibt es auch fort. Ja. Aber wenn es natürlich dann echt über einen Zeitraum geht, Minute, zwei, ist natürlich dann echt bescheuert. Ja, hört sich ein bisschen blöd an. Wie so, ein bisschen wie so ein Roboter. Ich kann also mir das. Ja. Ich habe einen Roboter an meiner Seite. Ein Sklavenroboter. Ja, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Also es ist immer so ein Auf und Ab, aber da glaube ich, müssen wir trotzdem kurz Skype vielleicht dann mal neu starten. Dann könnte sich das Ganze vielleicht wieder ein bisschen besser anhören, hoffe ich zumindest. Machen so, dala. Jetzt haben wir noch 40 Sekunden auf der Uhr und es tut sich nicht viel. Also der Perez hat sich jetzt Platz 10 mittlerweile schnappen können. Der Hülkenberg ist da momentan auf einer schnellen Runde, hat aber den Mittelsektor da verkackt. Ja, im ersten hat er, ja, das war nur 11.000stel hinter Perez. Ja, und er hat natürlich jetzt nochmal die Chance. Also er ist jetzt nochmal auf einer schnellen Runde. Das werden wir jetzt dann gleich im Endbildschirm sehen, ob er es noch gepackt hat. Wäre, glaube ich, seit langer Zeit mal wieder so, dass Hülkenberg nicht im Q3 wäre. Der, glaube ich, war jetzt immer regelmäßig als Zehnter, hat er sich da noch qualifizieren können. Ja, er ist quasi Stammgast. Also auch der einzige Stammgast. Gut, Gutierrez ist heute auch nicht schlecht. Also er hat noch nicht mal 3/10 Rückstand auf dem Teamkollegen. Das stimmt. So, jetzt ist Skype wieder optimal. Keine Ahnung, was da ist. Vielleicht ich denke mal, das, jetzt hört sich's wieder gut an. Also jetzt, wenn es jetzt mal kurz so bleibt, dann riskieren wir es einfach weitermachen. Ja. Nee, ansonsten Hülkenberg hat es nicht mehr geschafft. Also Perez hat sich da letztendlich dann noch qualifizieren können fürs Q3 auf Platz 10. Und Hülkenberg, Gutierrez, die beiden Sauberpiloten dann auf 11 und 12. Dann haben wir die Rester auf der 13, Maldonado 14, Wern 15 und Sutil relativ schwach auf der 16. Ja, wenn man sieht, was der Teamkollege fährt, das sind Welten, das sind 7/10, das ist ungefähr so, ja, ist nicht mehr ganz so schlimm, also Button und Perez sind noch 4. Aber 7/10 auf den Teamkollegen ist halten, der ist gar nichts. Was auf jeden Fall natürlich auffällt, Alonso auf der 9. Das ist jetzt nicht so wirklich dann wichtig geworden, weil es kam ja keiner mehr von hinten, aber trotzdem würde ich mal sagen, relativ eng, das Ganze. Ja, definitiv so. Das war jetzt quasi auch gleichzeitig noch die indirekte Kritik an mich, weil ich bin nämlich satte 1,2 Sekunden hinter meinem Teamkollegen. Von daher ab ins Q3 bitte. Genau, ab und besser machen. Sie Versager, Sie. Oh Gott, da werde ich so unscheinbar total fertig gemacht mal wieder. Wie in Minecraft immer so schön, ne? Ich doch nicht. Will ich doch niemals tun. Oh Mann. So, dann sind wir doch schon angekommen. Wieder hops rein in die Karre. Und dann schauen wir doch, dass wir da letztendlich uns jetzt eine gute Ausgangsposition sichern können für das bevorstehende Rennen. Wo ich mich schon sehr drauf freue, weil ich wirklich gut zurechtkomme. Also wirklich, ich könnte nicht klagen. So, jetzt auch an den lieben Kollegen, der uns immer darauf hinweist, warum wir denn so viel Sprit mitnehmen, wir dödeln. Also, wir nehmen jetzt 5 Runden Sprit mit, also ich zumindest. 5 Runden Sprit bedeutet natürlich nicht gleich 5 Runden auf Fett. Also, das muss man auch dazu sagen. Genau, weil wenn du auf Fett stellst, verbrennt er mehr. Dann hast du quasi eine 1, noch was, was der quasi dir wegfrisst, wegsäuft. Ja. Der alte Schluckspech da im Heck. Deswegen, das ist so ein bisschen, ja, man muss auf jeden Fall immer ein bisschen mehr einkalkulieren, als man Runden fährt. Wir gehen ja meistens davon aus, dass wir natürlich jetzt Q3 nur eine schnelle Runde fahren, weil wir ja gucken müssen, dass die Reifen nicht leiden, ne? Weil wir damit ja möglicherweise den Start fahren müssen. So ist es. Deswegen, ich packe da 6 Runden rein. Theoretisch gesehen muss ich das nicht machen, aber einfach zur Sicherheit. Weil es kann sein, wenn du die erste Runde verholst, wenn du das ziemlich am Anfang vermurkst, die erste Schnelle, dass du dann quasi Piano machst, ein bisschen langsamer machst und dann doch noch im gleichen Stint quasi die zweite auch noch schnell fährst und dann reinfährst in die Box. Wäre rein theoretisch möglich. So, ich habe mich auf jeden Fall jetzt auch rausgeschert und guck jetzt dann natürlich eine möglichst optimale Zeit mal rauszuholen. Ich bin ja nicht so der Q3-Experte, also hat man ja oft gesehen. Ich glaube, einmal hatten wir einmal die Doppelführung. Ja, wo war das denn? War das am Nürburgring oder war das in Silverstone? Eins von beiden, glaube ich. Weil normalerweise bin ich ja wirklich nicht so der Typ. Wir hatten ja oft genug das Lotto-Sandwich 1 und 10. Ja. Also ich habe da immer ein bisschen mein Problem, auf eine mögliche Runde das Bestmögliche da reinzuholen. Bin dann eher so der Experte für Last-Minute-Geschichten. Das hat er ja schon oft gemacht in Q2. Als dann wirklich die Uhr zu Ende lief und dann quasi der Name Barney dann auch ordentlich nach vorne gesprungen ist, von irgendwo ganz weit hinten. Ja, doch, da habe ich so meine
Qualitäten. Wenn ich auch nicht viele habe, aber die habe ich. Ich dachte, das wäre nur meine Art, mich ständig immer so ein bisschen niederzumachen, selbst. Das mache ich schon selber, ne? Das macht er aber immer selber, da brauche ich das gar nicht mehr zu übernehmen. So, ich bin auf jeden Fall jetzt Startziel, dann gucken wir mal, dass wir da jetzt mal... Was ich weiß gar nicht, was der Hamilton hat. Hat der schnelle Runde oder was? Also irgendwie fliegen ein paar Leute an mir vorbei. Das würde Sinn machen, dass die schnell Runden fahren, weil die doch schon ordentlich dran sind, aber bin mir nicht sicher. Jetzt kommt da hinten noch irgendwas. Ob das ein Berglan war? Ich glaube, das ist einer. Lassen wir den auch noch fahren. Den da auch noch, der da kommt. Das war der gute Rossberg. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal Ruhe nach hinten. Naja, da kommt auch noch einer. Das war quasi der Vettel. Jetzt haben wir es aber fast alle gehabt. Jetzt fehlt noch Alonso. Das ist wahrscheinlich der, der da hinten kommt, oder? Ich glaube, den kann ich mir nicht... Ja, ja, klar. Könnte auch Massa sein, aber... Nehmen wir einfach mal an, dass es ist. Ja, 1.9. So, ich bin jetzt auch drüber. Alonso 21.8. Also es ist ungefähr vergleichbar mit Q2. Oh, und jetzt komme ich da im letzten Sektor ein bisschen quer. Schau mal, wo die Uhr stehen bleibt, und die bleibt letztendlich auf Position 1 stehen. Also zwischenzeitlich mal der erste Startplatz für mich mit einer 21.5. Obwohl ich den letzten Sektor noch verschissen habe. Also, da glaube ich, habe ich nochmal 2 oder 3 Zehntel hergeschenkt. Hätte letztendlich nicht sein müssen. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber wenn der Baumi seine Zeit aus dem Q2 nochmal annähernd wiederholen kann, dann solltest du dich da eigentlich letztendlich vorbeischieben wieder. Bin ich gespannt. Ja. Fast. Was hast du gefahren? 21.0. Okay. Also quasi ein Zehntel langsamer als vorhin. Was war deine Sektorzeit im zweiten Sektor? Warst du da auch schon auf Bestzeit? Da war ich hinten. Also ich hatte am Anfang 4 Zehntel hinten, Rückstand quasi. Ja. Im zweiten waren es noch 2 und dann am Ende 4 vor. Also man hat es schon gemerkt, dass du da Kack gemacht hast. Ja, da bin ich im letzten, der Linkskurve vor der Start- und Zielkurve. Bin ich total quer gekommen. Also es hat mir mindestens, wie gesagt, 2-3 Zehntel gekostet. Ja, das merkt man sofort. Und das riecht doch nach einer Lotus-Doppelführung. Oh, wäre das geil. Das sehe ich auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was Alonso noch machen kann. Also der war ja eigentlich hier schnell. Ja, stimmt. Bis auf Q2. Aber ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat. Ob er da mit Maldonado ein bisschen Hängematte gespielt hat, keine Ahnung. Also man muss sagen, ich glaube, auf manchen Strecken, also vor allem du, aber ich nur auf manchen, könnten wir, glaube ich, mit dem Schwierigkeitsgrad Legende mithalten. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Legende, also die höchste Schwierigkeitsgradstufe, wir fahren ja eine drunter auf Experte, könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt vielleicht so eine niedrige 21 fahren. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Ich denke mal, die zweite Saison, die wir dann anhängen werden, die werden wir wahrscheinlich dann auch auf jeden Fall auf Legende fahren. Ich denke auch. Frage ist natürlich nur, in welchem Team. Genau. Und da kommt ihr wieder ins Spiel, sozusagen. Aber genau. Das ist natürlich noch alles ziemlich früh. Wir sind jetzt gerade mal quasi bei der Halbzeit der Saison. Aber das ist ja nicht so weit. Also quasi, wenn man jetzt mal sagt, 9, 10 Wochenenden noch, das sind ungefähr 2,5 Monate, dann sind wir quasi Anfang Februar, Mitte Februar durch damit. Und dann geht's wieder los. So ist es. So, mich schieben sie gerade rein. Ich will mal gerade drauf gucken. Auch auf die Sektoren, also was die an Zahlen sagen. So, habe ich mir jetzt noch meinen frischen Satz abgeholt? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube schon, oder, Leute? Puh. Ich möchte es einfach nochmal probieren, ob ich vielleicht auch noch ein bisschen eine bessere Zeit hinbekomme, um vielleicht auch zu vermeiden, dass der Alonso oder so nochmal was hinzaubert. Mhm. Von daher ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Hab noch 2 Minuten 46 auf der Uhr, da ist alles cool. Ich bekomme hier gerade Dröhnung auf die Ohren. Ich weiß gar nicht, wer hier reinfährt und wer hier rauskommt. So, da kommt außen einer vorbei. Ich weiß gar nicht, wer das war. So, 2:26 haben wir noch. Also ich fress die Reifen schon. Ich habe jetzt diese 3 Runden gefahren. Outlap, Hotlap, Inlap. 90%. Alter Schwede. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele meine hatten. Ich meine, da habe ich... Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich wahrscheinlich glaube, dass ich mit den gelben Reifen Probleme bekommen könnte. Dass ich die also wirklich fressen werde. Ich glaube, ich werde bestärkt darin. Mal gucken, also einen Satz habe ich auf jeden Fall noch. Mal gucken, ob das nochmal schneller geht. Also auch du scherst dich nochmal raus. Ja. Wo fährst du gerade? Streckenmäßig? Sektor 1. Oh, du bist schnell eine Runde schon. Oh, abgekürzt. Fuck, blinde Kurve, total. Voll drüber? Früh. Ja, voll, volle Kanne, durch, das Gras durch. Bin ein bisschen zu früh eingelenkt. Okay, dann ist es auf jeden Fall, meine Zeit ist fix. Das bedeutet, im Normalfall wird sich an dir keiner vorbeischleichen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da nochmal so ein großer Sprung kommt. Ich hoffe einfach nur, dass bei mir letztendlich jetzt einfach der zweite Platz stehen bleibt. Dann wäre ich schön zufrieden, sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Da ich ein Startexperte bin, mehr oder weniger. Und ich nicht. Und du nicht. Könnte das nach Kurve 1 eventuell andersrum sein. Eventuell. Wenn wir den Tag nicht vor dem Abend loben, aber... Also ich meine, wenn wir die letzten Starts gesehen haben, dann liegt es auf jeden Fall nahe. Na gut, wir hätten dann als dritten Alonso hinter uns. Der ist natürlich schon schnell, ne? Ja. Der ist schon schnell. Der Sportsfreund. Also wenn der da... Ich meine, das Gute ist, die Startzielgerade ist dann bis zur ersten Kurve relativ kurz. Also es ist nicht allzu viel oder allzu weit letztendlich bis zur ersten Kurve. Also wenn man da innen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass man da eventuell den Platz verteidigen kann. Frage ist, ob Platz 1 oder Platz 2 außen startet. Also das weiß ich nicht. Das ist wie immer die gute Frage. So, ich habe auf jeden Fall jetzt mal die ersten 10 Plätze hier vor der Nase. Also du weiterhin auf der 1, da wird sich auch... auf jeden Fall nichts dran ändern. Frage ist nur letztendlich, mit welchen Reifen. Also mit denen, wo du jetzt gerade noch fährst oder die davor. Dann bin ich auch safe auf der 2. Also die Doppelführung für Lotus haben wir gesichert heute mal wieder hier in Ungarn. Sehr schön. Gefolgt dann von Alonso auf der 3, wie schon erwähnt. Dann kommt Hamilton. Ganz knapp dahinter Sebastian Vettel. Dann kommt das Loch auf Nico Rosberg. Und dann wird es verdammt eng. Also 20.000stel hinter Rosberg ist Massa, 4.000stel hinter Massa ist Webber und dann kommt Gott. Das zweite Loch, die beiden Vodafone McLaren Mercedes, diesmal der Perez schneller als der Button, also andersrum wie es letztendlich in Q2 war. Jetzt gucken wir gleich mal, da dürfte der Baum jetzt gerade gekommen sein. Jetzt. Und der hat das Ganze nochmal um ein paar Tausendstel verbessern können und hat quasi die Reifen von jetzt gerade drauf. Würde mich interessieren jetzt auch, ob da die Prozentzahlen für diese Inlap, die du ja jetzt nicht mehr fährst, noch abgezogen werden. Wenn du ja. Glück hast, nicht. Wir können ja mal eine Mail an Codemasters schreiben. Genau, wenn du Glück hast, nicht. Nee, sehr schön. Also ein sehr, sehr erfolgreiches, spaßiges, wie immer, Qualifying. Also hat richtig viel Fun gemacht und umso mehr freue ich mich jetzt gleich aufs Rennen. Für euch natürlich erst morgen. Edgy Badge. Ja. Nee, ist klasse. Sehr geil auf jeden Fall. Also deutsche Doppelführung, auch noch beide im Team und die beiden sind auch nur wir. Besser geht's nicht. Ich meine, der Alonso wird sich jetzt wünschen, dass wir uns gegenseitig die Karre zu Klump fallen in der ersten Kurve und er quasi dann 25 Punkte abstaubt. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir ihm den Gefallen tun. Ich hab's zumindest aktuell nicht auf meiner To-Do-Liste. Nee, ich denke, an sich gibt es auch nicht allzu viele Überraschungen. Also die Top-Autos, also Ferrari, sage ich jetzt mal, Mercedes AMG
und Red Bull sind bunt gemischt. Also da kommt immer einer hinter dem anderen. Letztendlich. Und die Vodafone, McLaren, Mercedes sind halt einfach ein bisschen schlechter. Die haben 8 und 9 heute. Und wir beide, ja, sind halt ein bisschen überraschend auf 1 und 2. Sagen wir es mal so. Gutes Schlusswort, Herr Kollege. Jawohl. Nee, dann würde ich sagen, können wir eigentlich das Qualifying an der Stelle beenden. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hat Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich auch, euch morgen wieder herzlich begrüßen zu dürfen zum Rennen. Um 14 Uhr wird es kommen auf unseren Kanälen und von daher, gute Nacht. Genau, wird spannender. So stehen wir quasi zum ersten Mal mit beiden Autos auf dem Treppchen am Ende auch. Also Qualifying haben wir jetzt ja schon öfters gehabt, dass wir da gut aussahen. Und vor allen Dingen, was passiert mit Alonso? Macht er Punkte gut oder gibt es einen Rückschlag? Bis morgen.